So, hier müsste doch wieder ein Fahnenträger sein, nicht wahr? Also, hier ist schon mal ein Einwegtor. Tür ist verschlossen. Oh je, drei. Nein, das ist nicht... Oh shit, drei von... zwei von denen. Da muss ich all in gehen. Da muss man all in hingehen. Entschuldigung. Yes, einer ist down. Der ist auch down. Wieso geht das nicht? Zurkraft 1, wieso? Wieso konnte ich das gerade nicht machen? Jetzt geht's. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Wir sind vom Level up. Ah, den Schlüssel haben wir bekommen. Moment. Gönnen wir uns mal eine Heilung für alle und gehen wir uns mal hier entlang. Was ist hier? Ah, hier haben wir einen Teleporter. Ist doch nicht schlecht. Und hier eine Nachricht. Wenn Feinde in der Nähe sind. Was ist das Rotes hier? Oha. Aha. Okay, da komme ich wieder raus. Schön. Na gut, dann muss ich da unten, da hinten entlang eigentlich. Hier. Ja, jetzt kann ich hier öffnen. Hier wäre ein Feuer. Ist das hier der Fahnenschwenker, den wir suchen? Hier ist auch ein Feuer. Bist du der, den wir suchen? Nein, Plänkler. Sinnloser Plänkler. Knapp. Dann kann ich die Watch shoppen. Aber gut, dass er ihn erwischt hat. Er ist nicht so wichtig. Bald kriegen wir ein Level up. Das bedeutet, dass unser Mana sich wieder auffüllt. Ah, da ist ja noch einer. Schön noch zwei Kisten mit Loot. Das ist was Feines. Ah, hier ist noch was. Ne?
Das ist jetzt nicht so Premium-mäßiges Zeugs. Oben oder hier unten? Hier unten ist nichts. Hier unten sieht es aus, als wäre da eine Plattform. Ja, da ist ein Hebel. Aber wir sind immer noch nicht... Was ist hier? Na, komm her. Schon wieder so eine Mimik-Truhe. Wenn es sein muss. Ach, gegen den nutzen wir doch. Vergiften bei Berühren, ja. Ah, da können wir eigentlich unsere Heilung wieder einsetzen, nachdem wir alle draufgeschlagen haben. Und er seinen Buff weglässt. Noch nicht. Erst im nächsten Zug. Wow! Okay. Macht schneller. Das ging ordentlich. Das war ein ordentlicher Schlag. Mam, mam. So, erstmal weg mit dem Gift. Und dann... So könnte ich ihn vielleicht besiegen. Yes! Eine Fähigkeit hätte zu lange gedauert. Fast ein Level, aber guten Loot. Hm, toll. Für diesen Ausflug nach oben, für eine Mimiktruhe, diesen ewigen Weg. Naja, warum nicht? So, generell hier war nichts Interessantes. Kein Fahnenträger. Wir müssen ja noch einen Fahnenträger killen. Der ist dann doch dort unten. Dort unten, dort hinten. Ah ja, jetzt sehen wir ja was. Aha. Es fehlt mir immer noch eine Legende. Aber dort hinten ist ein Raum, wo Gegner drin sind. So viel kann ich verstehen. Und da ist die Karte. Das ist die Map des Dungeons. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Oh, Moment. Die Giftfallen. Einfache Spinnen. Kein Problem. Heilende Berührung erschlossen, Heldentum erschlossen und Zerbrechen erschlossen. Erstmal nachschauen, bevor die loslegen. Auslöschen. Okay. Ja. Und hier. Kleinod. Was ist ein Kleinod? Davon haben wir noch gar nichts. Wartet. Ah, ich habe auch keinen Kleinod. Okay.
Wow, Zerbrechen ist ziemlich stark, wenn man einen zerrissenen oder vergifteten Gegner hat. Wow, 110 Schaden, das ist stark. Das ist eine gute Fähigkeit, muss man bemerken. Heilt bei einem Verbündeten und über 4 Runden hinweg. Das ist auch eine sehr starke Heilung für 10. Das gefällt mir. Wir haben ja hier richtig starke Fähigkeiten dazu bekommen. Das gefällt mir. Gut, weg ist er. Schuss. Die sind stark, die Gegner. Diese Kriegswüter. Die sind echt stark. Die können was. Warum bröckelt's da von oben? Seht ihr das? Das bröckelt hier. Autsch, deswegen. Ah, da hätte ich mit Garrison durchrushen müssen. Machen wir jetzt die Spinne weg. Wir hier irgendwas? War doch ganz cool. Supercraft. Crits sind was Schönes. Auch in diesem Spiel sind Crits was sehr Schönes. Oh ja. Ding macht's dann. Ding, ding. Ding, ding. Da gab's einen neuen. Neues. Okay. Neue Infos. Und hier haben wir so einen Bombenwerfer. Da geht's noch weiter, wie es scheint. Okay. Diesen Bombenheini. Wieso ist der beim einmal explodiert? Mal verschwinden die nicht normalerweise? Nee, oder? Nicht, dass sein Feuer noch auf die Bombe übergeht und dann alles explodiert. Der verschwindet. Halt, was ist das hier? Wir sollten erstmal dort oben noch alles zu Ende schauen. Also, hier haben wir noch was zum Lesen. Hier haben wir das. Hier haben wir jenes. Was ist das? Das ist wahrscheinlich eine Crafting-Station, oder? Fertigungsindex. Verzauberungsdicht. Ah ja, das wollte uns die Zauberin ja beibringen. Wie man Sachen verzaubern kann. Cool. Gibt's auch in dem Spiel. Nein! Ah, ich dachte. Verflucht. Toll. Ach, jetzt sehe ich es erst. Na toll. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier rumzulaufen. Das war bloß ein alternativer Weg. Ach, Mist.
Ah, shit. Ah, sieh mal einer an, wo wir hier sind. Oh, hier ist ein bisschen laggiger wieder. Das hört sich immer so gut an, das Ding. Die Blutungen. Die, entweder töte ich ihn. Ach so, ja. Ja, entweder töte ich ihn oder er kommt halt nochmal dran. Ich hätte nämlich gerade gerne geheilt oder meine Fähigkeit eingesetzt zur Heilung. Einfache Spinne wegmachen. Easy. Hier könnte man wieder angeln. Nun schauen wir mal. Feinde in der Nähe. Wo sind die Feinde in der Nähe? Oh, schaut mal her. Da ist ein... überall sind Feinde in der Nähe. Ja, die Spinne vielleicht. Ja, die hat schon einiges an Leben, muss ich feststellen. Der bräuchte eigentlich mehr Eile zu Beginn, weil der mit seinem Zerreißen ist immer wichtig. Kammerjäger, neuer Bestienvorteil. Gleich mal schauen. B. Kammerjäger. Je, alle Helden haben eine 1%ig höhere Ausweichchance. Oh, nee, nee, nee. Mist. Na toll. Na toll. Kann ich irgendwie verhindern, gegen den kämpfen zu müssen? Nein. Ich wollte gerade durchdashen. Na gut, bekämpfen wir diese Truhe. Mit unserer Supercraft. Einfach mal zustechen. Autsch, autsch, autsch. Regeneration? Seit wann gibt es Regeneration dazu? Vergiftet bei Treffen. Na gut, hauen wir einfach drauf. Töten, 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 töten! Ah, schade. Uff. Der Angriff ist sehr stark. Des Parierens. Komm her, Spinne. Blödes Viech. Blöde Truhe. Kann man die irgendwie erkennen, ob es Fallentruhen sind oder nicht? Wisst ihr da irgendwas? Yes, das ist gut.
Hier ist Feuer. Oder so ein Mana-Golem. Erdelementar ist das diesmal. Okay. Nochmal mal eine Supercraft. Geben wir uns erstmal ein Schutzschild. Gut ist er nicht unbedingt. Oh, aber austeilen kann er. Das ist schon mal etwas. Gut. Dann nochmal Stachel. Das ist schön kumulativ, dieses Bluten, glaube ich. Dann müsste er jetzt hoffentlich verbluten. Gewöhnliche Teile. Ein Erdelementar. Oh, was ist das hinten? Was ist das? Warum ist hier nichts? Hier ist nur was zum Angeln. Aber nicht so lang Feinde in der Nähe sind. Okay, wo sind die? Okay, wer ist ein Alternativ? Ja, das ist ein alternativer Weg zu hier. Okay. Feuersteine. Schön und gut, aber brauchen wir draußen nicht. Noch mehr Feuersteine. Schön, das war guter Loot. Bist du da vorne, Fahnenträger? Sieht ganz so aus, Narren. Ja, der Fahnenträger ist dabei. Okay, dann machen wir wieder hier alles all in. Ein Streuschuss erstmal auf den. Guter Mensch. Dann heilende Berührung, nee. So, Blut, das wird ihm zusätzlich gestrahlt. Feuer. Und Zorn. Okay, da unten geht drauf. Ach, vorher vergiftet er uns alle. Komm, töten, 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 töten. Yes. Also gut. Ja, der ist abgehauen, der Fahnenträger. Mist. Der ist einfach abgehauen. Kehre zur Arena zurück. Hier ist ein Buch. Und hier ist noch ein Buch. Das große Buch des überlegenen Wissens. Anwenden. Gibt allen Helden einen zusätzlichen Vorteilspunkt. Tja, die Sachen sind alle nicht so... das ist eigentlich... Die Bergmannsjacke, die taugt was. Nee. Muss man immer mal durchschauen, was man so an Stuff gefunden hat. Generell muss ich mal wieder zurück zum Laden und alles loswerden. Außerdem... gönne ich mir eine Heilung. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt gleich in einem Bosskampf oder so enden. Ah, jetzt kann ich auch fischen. Moment. Ist das was? Das ist was Neues, oder? Nee. Kann ich nicht erkennen. Dort hinten war noch so ein Angelteich, aber der ist jetzt nicht so wichtig. So, da
Dahin, da ist sogar ein Stern jetzt. So, wir haben die Fahnenträger erledigt. Lass mich raten, jetzt müssen wir gegen dich antreten. Beide Fahnenträger, gut gemacht. Ihr habt eure Wort gehalten, ich tue dasselbe. Das Tor wird sich öffnen. So. Wollte ich da hin? Vermutlich. Noch ein Feuerstein. Ich könnte mir vorstellen, genügend Feuersteine zu haben, um diesen Feuerdämon oder was auch immer zu beschwören. Also die restlichen Fackeln anzumachen. Ach, da, stimmt ja, da war ja was. Es gibt ja immer vor so einem Boss-Event so einen Stein. Ja.